Brot! Aber Ausgang, hilf mir! Gib mir Brot! Brot, nicht Hornisse! Lightning Tiger Blade! Ja! 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 Ich hab's vergessen, aber habe ich eine Hornisse eigentlich schon gescannt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich wollte, dass du nach oben springst. Ach, so wenig Gehalt. Erdmarkuchen, Erdmarkuchen. Erdmarkuchen. Monsterliste. Hornisse. Ja, habe ich schon gescannt. Okay. Okay. Aber wir haben trotzdem kein Feuer, damit wir die einheizen können. So. Auf nach Venezia. Ein langer Weg bis Venezia, besonders wenn mir wieder komische aussehende Bären in die Fresse schlagen. Aber ich ihnen einfach ausweiche, indem ich an ihnen vorbeilaufe. Cool. Ach, du willst mich schlagen? So, ich gehe einfach aus, wo man dir vorbei. Dann kriegst du erstmal eins aufs Maul von Sylph. Mit ihrem Tornado des Chaos. Ihrem Wirbelsturm. Der Ort. Das ist so schrecklich. Keine Überlebenden. Hammel wurde zerstört. Ja. Ich würde mal sagen. Das kennen wir alles irgendwo her, ne? Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Sieht sie so aus? Die ganze Stadt wurde gerade zerstört. Ja, zumindest bin ich nicht verletzt. Was um alles in der Welt ist hier passiert? Das war Dimitel. Wer ist Dimitel? Wer ist Dimitel? Der Magier, der diesen Ort angegriffen hat. Meine Eltern wurden ebenfalls getötet. Ja. Kress leidet gerade an einem Déjà-vu. Ich werde dir helfen, dich zu rächen. Wirklich? Nun warte aber mal. Wir haben dafür keine Zeit. Aber... Nicht du auch noch, Mint. Ich weiß, wir haben keine Zeit zu verlieren, aber... Ich kann einfach nicht... Was soll das? Ja. Kress erinnert sich zurück. Nichts. Ich kann mich nicht einfach umdrehen und weggehen. Ich stimme Kress zu. Und Klaus ist sauer. Beug dich! Zwei gegen einen! Das musste Sui auch gestern feststellen bei seinem Livestream.
Oh Gott. Das ist so krass. Fein. Lasst uns hören, was sie zu sagen hat. Vielleicht erfahren wir sogar etwas über Magie. Wie kann ich euch nur jemals danken? Ich kann euch nur meinen Dank geben. Ich brauche kein Geld, ich habe genug Geld. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Rhea Scarlet. Scarlet, den Namen kennen wir doch. Ich weiß nicht, wo Dimitil ist, aber... Ich sah, dass er in Richtung Norden gegangen ist, zu Venezia. Oh oh. Verstehe, vielleicht treffen wir ihn ja. Wenn wir nach Venezia reisen. Ich bin Mint. Das ist Cress. Und das dort drüben, der alte Sack mit den zwei Capes, ist Klaus, der so grimmig guckt, weil er keine Zeit zu verlieren hat. Freut mich, dich kennenzulernen. Freude ist ganz meinerseits. Und sie kommt mit. Sollen wir dich jetzt zu Dings bringen, Venezia? Ich würde mal sagen. Weil wir können sie ja nicht da alleine unten lassen, in Hamel. So ganz alleine in der zerstörten Stadt. Killwolf. Killwolf! Ja. Sind wir offscreen auch schon ein paar Mal. In die Fresse gesprungen. Hab ich auch schon gescannt. Das meine ich, das meine ich. Verdammte Wölfe! Pack Sylph aus, Klaus! Nein, wir brauchen Sylph nicht. Wir kommen auch ohne sie klar. Wenn du noch ein Wolf bist. Komm, jetzt kannst du doch so schön Sylph auspacken. Jetzt sind die beiden Gegner gerade nebeneinander, wenn du nicht gerade von ihnen aufs Maul gehauen bekommst. Ich habe keine Zeit zum Casten, ne? So, mal aneinander treiben. So. Jetzt kommt die von Sylph rein in die Fresse. Was? Sylph? Bist nicht stark genug für die Wölfchen? Warum? Und Klaus steht voll hinter mir. Ja, er unterstützt mich in dem, was ich tue. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, ist das eine große Fläche. Venezia! Hier scheint aber noch alles normal zu sein. Frau. Das ist nicht eine große... Ist das nicht eine große Hafenstadt? Hier trifft man die unterschiedlichsten Leute. Genau so ein Ort ist das. Mhm. Ich versteck mich jetzt. Vielleicht findet mich ja hier niemand. Ich würde mal sagen, zum Hafen, da geht es damit der Story weiter. Aber erstmal gucken wir uns den anderen Schrott alles an. Anwesend des Bürgermeisters. Gut, dass ich das sofort gefunden habe. Direkt mal eine Beschwerde einlegen. Hey, Hamel wurde niedergebrannt. Wir feiern hier eine Party. Deswegen sind hier auch so viele Leute. Wollt ihr nicht mit uns feiern? Sure, gib mir Brot. Was für eine Party? Eine Geburtstagsparty. Für die ältere Schwester eines Freundes des Kindes. Des älteren Bruders des Bürgermeisters. Oder so. Alles viel zu kompliziert. Alles viel zu kompliziert. Reden. Die sind mit Plaudern beschäftigt. Warum? Rede mit mir! Aber nein, wieso seid ihr mit Plaudern beschäftigt? Immer diese Tratsch, 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 Tratsch. Wir haben gerade über Dimitil gesprochen. Dimitil war ein Halbelf, der Magie einsetzen konnte. Vor langer Zeit erforschte er in seinem Heimatort die Magie. Sie sagen, er habe mit seiner Arbeit allen geholfen. Aber vor einem Jahr... Er war wie ausgewechselt. Plötzlich schmiss er seine Forschungsergebnisse weg. Er zog sich auf eine einsame Insel weit im Westen zurück. Die einsame Insel im Westen?
die einsame Insel im Westen. Wir brauchen ein Schiff, um dort hinzukommen. Lasst uns zum Hafen gehen. Nein, wir gehen noch nicht zum Hafen, Klaus. Vielleicht fährt der Kapitän uns dorthin. Wir unterhalten uns gerade über Demitel. Die Nacht, in der er verschwunden ist. Es war fast so, als ob er von irgendwas besessen war. Ja, von der Geschichte. Da ich Symphonia kenne, musste ich gerade stark dran denken. Ja. Mhm. Hab ich schon gelabert? Ja, eine Party habe ich schon. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ist hier unten der Bürgermeister. Ey, Bürgermeister! Wieso ist hier unten eigentlich kein Kuchen? Ich habe jedenfalls keinen gesehen. Auch so ein alter Sack. Ich bin der Bürgermeister von Venezia. Wie? Was? Das wusstet ihr nicht? Wo kommt ihr eigentlich her? Aus dem südlichen Euklid. Aus Biladem vielleicht? Lebt dort eventuell ein Mann namens Leonis? Ja, tut er sogar. Ja, er ist der Bürgermeister. Was? Seid ihr Brüder oder wie? Dann ist er also Bürgermeister geworden. Er ist mein Zwillingsbruder. Müsst ihr wissen. Er hat immer davon gesprochen, das südliche Euklid etwas zu machen. Er hat diesen Ort vor 10 Jahren verlassen. Wenn ihr ihn trefft, bestellt ihm bitte Grüße. Soll ich jetzt nach zurücklaufen? Ach, du bist das Geburtstagskind, oder wie? Ich würde gerne durch die Welt reisen, dann komm mit. Midgard kommt wohl nicht in Frage wegen des Kriegs und so. Midgard. Ja, Midgard-Schlange, ne? Würde mich nicht wundern, wenn wir da ausfinden. Der Kapitän des Schiffes nach Alvanista kann sich nicht entscheiden. Ich frage mich, wo wohl das Problem liegt. Weiß ich nicht. Wieso gibt es hier eigentlich einen Balkon? Spring, Chris! Nein, spring nicht! Da. Ach, das Wasser. Ich dachte schon, das ist schwarz, ist nichts da unten. Die Welt zerfällt. Kann doch sein! Wasser, 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 Wasser. Oh, jetzt bräuchte ich ein Boot. Leute, gib mir ein Boot. Dann cruise ich durch die Kanäle. Oder wie auch immer man das nennt. Naja. Egal, egal, egal. Ein Inn! Ein Inn! Meeresbucht. Hund! Hund! Und Katze! Moment, müssten die sich da nicht gegenseitig zerfetzen? Fake! Die sind nicht echt. Nancy, hallo, dich wiederzusehen. Und ihr seid? Was? Hast du mich vergessen? Und was meinst du? Wird das gut gehen? Nun, es muss wieder irgendwas passiert sein. Können wir dir irgendwie helfen? Hey, wir haben keine Zeit, wisst ihr? Halt die Fresse, Klaus! Natürlich helfen wir ihr. Ich gehe immer bis zum Eingang seiner Firma und dann fangen meine Knie so an zu zittern, dass ich nicht hinein kann. In Ordnung, wir müssen also nur ein Treffen mit Elvin arrangieren.
Lass uns das mal machen. Und du rennst hier einfach durch Betten, Kleine. Ich muss hier sauber machen. Wer, ich? Ich arbeite hier halbtags.